Am gestrigen Mittwoch führte die Polizei zusammen mit dem Zoll eine den Tag über andauernde Kontrollaktion auf der Raststätte Denkendorf durch. Dabei ging es hauptsächlich um die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität, aber auch um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kontrolliert wurden unter anderem Transporter und Pkw. Mehrere Zivilstreifenwagen wurden eingesetzt, um auf der Autobahn die möglichen Fahrzeuge herauszufiltern und dann auf die Raststätte zu leiten. Der große Fisch ging den Beamten aber nicht ins Netz. Wie uns vor Ort mitgeteilt wurde, gab es einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebesgut hingegen oder Waffen konnten nicht gefunden werden. In unregelmäßigen Abständen führt die Polizei solche Kontrollaktionen durch. So auch im März diesen Jahres an der Messe Stuttgart, bei der über 50 Beamte von Bundespolizei, Bereitschaftspolizei, Polizei, Zoll und mit Unterstützung des THW auf dem Parkplatz P27 eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durchführten. Mehrere Reisebusse und Transporter wurden kontrolliert. Dabei mussten Busreisende ihre Koffer an einem Fahrzeug des Zolls durchleuchten lassen. Auch Fahrzeugmängel wurden beanstandet. Wir führen hier Großkontrollen durch mit der Zielrichtung Fernbusse und Sprinter, also Kleintransporter, zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität. Zielrichtung sind Busse von und nach Osteuropa, Südosteuropa sowie im Bereich der illegalen Migration, die sich aus Italien und aus Spanien hierher befinden. Hauptaugenmerk ist auf der einen Seite das Auffinden von Diebesgut, das Feststellen von Transportwegen von Wohnungseinbrechern sowie die Überprüfung von Fahrer, Fahrzeug, Gepäckstücken und Insassen sowie die Überprüfung von den mitgeführten Dokumenten, die die Bundespolizei abgleicht und überprüft, ob die echt sind oder gefälscht sind. Wie wichtig solche Kontrollaktionen sind, zeigt sich immer wieder, denn die Einbrüche haben von Jahr zu Jahr zugenommen. Heute haben wir hier die Zita. Das ist eine 4-jährige altdeutsche Hütehund-Mischlingshündin. Sie ist jetzt seit 27.03. bei uns. Ursprünglich kommt sie von einem Bauernhof, wo sie noch nicht viel gelernt hat. Von daher suchen wir für sie sehr, sehr gerne sehr Hütehund-erfahrene Leute, die eventuell auch viel mit ihr machen, viel Kopfarbeit, sie sehr, sehr fördern und ihr noch sehr, sehr viel beibringen können. Ansonsten, sie ist recht verträglich mit anderen Hunden, spielt sehr, sehr gern mit Bällen, mit Menschen, ist eine sehr, sehr nette. Wenn Sie Zita kennenlernen wollen, bekommen Sie unter der Rufnummer 0711 311 733 oder im Internet unter www.tierschutzverein-esslingen.de genauere Informationen.